Nee, hier ist es, glaube ich, nicht dran. Welcher Drucker macht es dann? Der da? Ja. Aluminium und Keramik brauchen wir. Haben wir bestimmt alles nicht hier. Ist im Rucksack drin? Nix. Ein Forschungsgegenstand, okay. Ein großer Forschungsgegenstand. Den können wir mal hier nebenlegen. Ist hier Aluminium? Ich glaube, das könnte das da sein, oder? Ja. Sieht gerade nicht so aus, dass es hier auf diesem Planeten Leben gibt, ne, oder? Dieser große Stein, nö. Das ist ein Eisplanet, ne? Aber es gibt auf allen Planeten Leben, stand da, ne? Windturbine. Aber wir sollten vielleicht mal so ein paar Dinger bauen, ne? Wie heißt es hier? So ein paar Leitungen. Dafür brauchen wir Gemisch. Ist die Frage, wo nur hier Lehm sitzt, ne? Vielleicht hier irgendwo? Das ist alles Biomasse, oder? Da hinten ist irgendwas. Da könnte auch was sein. Da ist was. Und die Luft ist klar alle. Das ist aber Gemisch, was da ist. Und was ist das da? Harz. Harz ist gut, nehmen wir mit. Okay, das war jetzt nichts, ne? Ich hätte mal das Gemisch mitnehmen können, dann hätte ich mir diese Pömpel bauen können, ich Held. Ich glaube, ich brauche nur zweimal Gemisch, ne? So, jetzt schnell zurück. Achso, wir müssen erst basteln, ne? Das war falsch. Das ist richtig. So, jetzt sind wir schon mal bis hier, ne? Lass uns mal ein Stück weiter schauen. Warte, hier müssen wir noch mal buddeln. Müssen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen. Ganz viele tolle Sachen, aber nicht so wirklich das, was ich brauche, oder? Ich hätte gern Leben gehabt. Okay, wir haben jetzt gleich keinen Sauerstoff mehr. Wo sind wir hergekommen? Von da. Da ist unsere Pipeline. Okay. Dann gehen wir da mal gerade hin. So, mal hier oben drauf gucken, ob da irgendwas Brauchbares ist. Okay, einmal zurück. Kurz Luft holen. So, und dann gehen wir mal hoch. So, und was ist hier? Nichts Entscheidendes, oder? Hier ist Gemisch. Und wir müssen auf jeden Fall zur Pipeline zurück.
So, jetzt sind alle gesund. Einer ist nur deprimiert. So, beim Arzt waren wir zusammen, das war's. Das heißt, weiter geht die Reise, oder? Abfahren. Wir hoffen, dass an der Brücke nichts passiert. Okay, da ist ein Händler. Da wird gekämpft. Das ist ein Bahnhof wahrscheinlich. Das ist ein See, das ist Holz, das ist ein Wald. Tja. Dann haben wir hier Gorodna. Das können wir nur erkunden. Das heißt, wir fahren über die Brücke und erkunden das. In der Hoffnung, dass die Brücke nicht zusammenstürzt. Wir denke ich mal, wir werden erstmal hier einen Trupp hinschicken. So, und zwar kommen die drei gehen. Und einige Belohnungen sind da, dauert ein bisschen. Schneller laufen. So, erledigt. Was haben sie? Wir haben einen Keller voller Kohle entdeckt, was alle sehr gefreut hat, weil es nie genug Brennstoff geben kann. Der Einbrecher war es, okay. Und dann hat einer noch Dingens. Geld gefunden, auch gut. Treibstoff haben wir 18. 562 Geld. Sehr gut. Dann haben wir hier mal ein paar Taler gekriegt. Gut, dann können die eigentlich zurückkommen, oder? Wir gehen nochmal zum Händler weiter. Umleiten. Die sollen mal ruhig weitergehen da. Vielleicht können wir für das Geld, was wir jetzt gerade gefunden haben, noch ordentlich was kriegen. Geht mal schneller. So, Händler, kaufen. Gulasch, gebratenes Fleisch, Fisch, Kaviar, Gemüsesalat, Rührei, Apfelkuchen, Kaffee, Wodka. Wodka haben wir nicht viel. Wieso steht hier 1800? Und wir haben noch 500 Geld gehabt, oder? Ja, dann war es umsonst, hier hinzugehen, glaube ich. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo unser Geld ist, dass wir das hier einsetzen können, ne? Hier steht 566. Hier steht 0. Kein Mensch weiß, warum. So, das ist hier wahrscheinlich, dann akzeptiere ich das mit dem Geld und nicht mit den Handelswaren. Okay. Gut, der Kuchen wieder weg, den brauche ich dann tatsächlich nicht. So, dann sagte nämlich da unten erst zu viel. Ah. Nein, das war auch zu viel. So, 1, 2. So, 540 kriegen wir den Wodka dafür. Der Rest ist. Was sind denn für einen Kaffee? Kaffee kriege ich mehr. Kaffee kriege ich fast alles. Nahrung weiß ich nicht, wie wir haben. Rührei kosten 100er. Könnte ich mir einmal leisten. Ne? Fisch könnte ich mir auch einmal wahrscheinlich leisten. Wir nehmen nur den Kaffee. Zack. Und dann könnt ihr zurückkommen. Weiter geht's. Und dann Rayasan. Rayasan oder so ähnlich ist der nächste Ort. Händler, Zugsammelstellung und Gasthaus. Okay. Wissen wir erstmal Bescheid, ne? Essen. Wir haben sogar Sonnenblumenkerne. Oh, Kartoffeln sind fertig. Ja. Das heißt, es gibt auch gegrillte Kartoffeln, oder?
von 30. Cool. Aber wir haben kein Lagerhaus, wo die Kartoffeln reinkommen. Kann das sein? Speicher. Doch was. Warte mal, das machen wir anders. Das kommt hier hinter und da kommt noch ein Weg hin. Weil hier ist trocken, da ist alles gut dann. Aber guck mal, hier die gelbe Teichrose ist auch fertig. Und wo kommt die hin? Haben wir bestimmt auch kein Lager für, ne? Komm, machen wir da hin und da kommt dann die gelbe Teichrose rein, wenn das geht. Bauen wir mal so, ne? Und wie ich da so angeschlossen. Sehr gut. Treppe ist schon bis da. Da machen wir die Prio höher. Okay, da ist jetzt gleich auch schon tatsächlich was da. Hier können wir noch einen Weg weiter zaubern dann. Sind die Frage, ob wir das hier bauen können, ne? Müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall wollen wir das haben, ne? Da kommt aber keiner runter, das ist das Problem. Aber die Altmetallruine auf der anderen Seite, die ist schwieriger, oder? Die ist nicht im Wasser, das ist der Unterschied. Guck mal, hier ist schon fertig. So, den machen wir ein bisschen höher jetzt. Den machen wir ganz hoch. Da oben, na, der geht duschen. Haben wir schon Bretter drinnen? Nein. Sind Bretter hier? Ja. Neun, okay, das läuft. Hier werden jetzt natürlich auch Bretter hergestellt, ne? Ist klar. Ja, da läuft es nicht. Die Dotterblumen sind da, Sonnenblumen sind da, das waren nochmal Möhren hier. Ja, und das sind die Kartoffeln. Hier sind noch Kartoffeln, die. Ah, ist tatsächlich gut bewässert und gesund. Ja, läuft wohl. Was machen die Grillbratkartoffeln? 16. Wie sind sie denn hier so zufrieden? Hunger hat keiner. Nasses Fell fehlt ein bisschen. Die Kastanien bräuchte man jetzt noch. Und die Teichrose wird auch nicht gegrillt. Das können wir aber tatsächlich machen, weil wir welche haben, ne? Dafür braucht man aber noch eine Bäckerei, ne? Hier sind die Kartoffeln drin, aber das Lager wird nicht fertig gebaut. Und hier ist die gelbe Teichrose dann drin, ne? Ah, sie sind hier mit dem Turm, mit dem Dingens beschäftigt, ne? Ja, dann kommt einer mit 5. Und dann ist die Schleuse fertig. Jetzt könnte ich das auch höher stellen, ne? Was passiert dann? Dann läuft nichts rein, ne? Machen erstmal 0. Ah, das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das am besten reguliere. Ne, 0 wird es ja leer laufen. 0,5, dann läuft was rein, oder? Habe ich ganz viel Wasser auf jeden Fall hier. Ja, das sollte erstmal gut sein, oder? Müssen wir mal gucken für die Zukunft, wie sich das entwickelt. Das läuft auf jeden Fall. Das machen wir höher. Hier läuft auch gut. Auch guck mal, wie viele Bretter wir mittlerweile haben. Respekt. Jetzt müsste nur einer die anderen Sachen hier noch bauen, ne? Was wird denn hier gebaut? Vielleicht machen wir das mal hier noch ein bisschen priorisiert und dann vielleicht den einen oder anderen Wassertank hier hinstellen. Diese Wandbild zeigt eine Art Krieger oder Königin. Sieht mächtig aus. Sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist das wirklich ein Wandbild oder ist das Volks?
Wo ist das dritte da? Ich glaube, der Sauerstoff ist hier angehalten. Kann das sein? Ein gemeldetes Defizit in Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte er es nicht wirklich nur schreiben, sondern auch malen. So sollte genug sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen, also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Wie kriege ich das Foto hin? Ah, da oben. Neuer Inhalt, Kamera. Maximum. Ein Kamerasymbol zeigt dir an, dass du Fotos machen kannst. Sieh dir oben links das Ziel an. Verwende, um das Foto einzustellen, nimm deine Hand weg, um dein Bild zu machen. Achte darauf, dass dein Timing mit dem grundlegenden grünen Anzeiger übereinstimmt. Okay. Keine Ahnung, wie es geht. Wir probieren es. Halte gedrückt, um zu fokussieren. Verstehe ich jetzt nicht. Erfolg. Okay. Oh. Ich sehe dort etwas auf dem Boden. Ja, das habe ich eben schon gesehen. Oh, es könnte ein weiterer Artefakt des Vogels sein. Bring es mir. Das ist das Geräusch von vorhin. Eine Aufzeichnung voller Symbole des Seevogels. Das können Sie aufgeschrieben haben. Und noch wichtiger, hast du nicht auch etwas gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehr fürs Erste zum Boot zurück. Okay, tauche auf zum Boot. Mal gucken, dass wir nicht diesen komischen Fischen da in die Arme schwimmen, ne? Hier war doch. Ah, da ist der. Aber da links ist Sauerstoff, den nehmen wir als erstes mal mit. Okay, komme ich hier unten auch lang? Geht das vielleicht? Ne, ne, oder? Ne. Da links sind zwar Strömungen, aber ich glaube, ich komme hier nicht durch, ne? Oder? Vielleicht doch. Kalksteinhöhle. Ah, da ist ein Böser. Okay, dann lieber hier oben lang. Kann ich hier noch was aufsammeln? Jetzt haben wir noch einen Flakon gekriegt. Da ist noch ein Seestern. Haben wir Holz und hier sind noch Kochzutaten. Olivenöl, okay. Hier unten noch was? Ah, blaues Loch Tiefen. Ah. Okay, dann nicht. Dann mal hoch. Gucken wir zu, dass wir an dem komischen, keine Ahnung, Sägezahnfisch da vorbeikommen, oder? 110, der müsste jetzt hier irgendwo gleich sein, oder? Komme ich da so vorbei? Ich hoffe. Ja. Ah, der ist der nächste. Netzkanone. Oh, Netzkanone. Sie ist speziell für lebendigen Fisch entworfen. Ich freue mich schon auf die. Okay. Kann ich hier was mitnehmen? Seetraube, die hatten wir noch nicht. Okay, da ist ein Haifisch. Der ist leider auch gerade in unsere Richtung unterwegs, aber er dreht sich schon wieder weg, zum Glück. Roter Seestern. Warte, da ist noch mehr. Braune Muschel. Holz, ne? Ja. Und mal Luft. Können wir noch ein bisschen was aufsammeln. Das ist ein Seeigel, den nehmen wir besser nicht. Schrott kann man gebrauchen. Was ist das? Roter Scharfschützengewehr. Hier, der rote Engel des Krieges durchdringt Ziele, die mit seiner Lage gehört. Okay. Habe ich jetzt nicht die Zimmerei gehabt? Und den Zimmermann. Doch, passt wohl. Nee, da werde ich nichts ändern.
Oh, hier müsste ein Klempner rein, damit das nicht kaputt geht auf Dauer, ne? Hier ist auch niemand drin. Ist hier jemand drin? Ne, das geht von alleine wohl. Hier die zwei, das ist schon passend. Ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Die haben ja schön gearbeitet. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich noch einen erwischt, ne? Hier ist einer drin und der produziert Holz. Das funktioniert jetzt wohl. Warum ist dieses Feld rot? Weil nichts da ist? Hier sieht es auch mit Rot da im Hintergrund aus, ne? Oder weil da Kisten zugeordnet sind oder was? Okay, das können wir erstmal so lassen. Hier ist schon ziemlich voll das Lagerhaus. Stühle sind gar keine da. Ich weiß nicht, hier Verfallsrate minus 25. Warum verfällt das? Das ist doch im Lager, oder? 8 Stühle da. Haben wir irgendwo noch was, was gebaut wird? Und ich hab's. Hier hatten wir noch was ausgewählt, ne? Waren das Fischgründe? Hier ist sogar schon ein Stuhl hingetragen worden zum Lehmgrube. Und hier ist tatsächlich eine Fischerei, ne? Hier sind 8 Fischer drin. Da müssen wir was tun. Das sind zu viele. Machen wir mal nur 4. Die anderen sollten mal gucken, dass sie woanders hinkommen. Wir haben ja auch oben Fleisch jetzt. So, auf dem Markt wäre schön, wenn da jetzt einer anfangen könnte dann, ne? Jetzt haben wir nämlich 4 Leute frei. Und hier. Klempner ist keiner, aber der ist ja, könnte besetzt werden, sagen wir es so, ne? Ist denn hier einer drin? Ja. In der Hausmeisterei haben wir 5 Leute. Habe ich die nicht schon mal runtergesetzt? Ich verstehe es nicht. Ist hier irgendwo Automatik an oder so? Ja. Also hier haben wir ja zugewiesen, da fehlt noch ein Zimmermann und da auch noch einer. Also können noch ein paar mehr werden. Hier ist kein Klempner drin. Kein Händler drin. Also sind gerade alle am Bauen. Hier sind 2 Hirten drin, da könnten auch mehr werden, ne? Aber zurzeit sind wir mit dem Essen ja zufrieden, das müssen wir jetzt auch nicht machen. Hier sind jetzt 6 Stühle gelandet. Wie ist denn hier hinten mit unserem Kohlebergwerk? Da ist noch nichts zum Glück. Es verkauft keiner Essen. Hier sitzt gerade einer in der Hütte drin, ne? Oder sind auch 5 tatsächlich drin, ne? Ja, Etagenbetten oder was? Ich sehe nur 2 Nachtlager. Aber vielleicht haben sie nicht Ressourcen dafür gekriegt. Die lassen wir da alle so drinne. Wo sind denn die Fische? Wir können die gar nicht einlagern, weil wir keinen Platz für die Fische haben. Kann das sein? Schnell hier. Wo ist Fisch? Da ist Fisch. Wie viele Kisten haben wir noch? Kommen 2 Kisten. Jetzt können auch Fische rein. Oh Mann, das war ja jetzt gar nicht so toll, ne? Obst haben wir. Okay, das wird schon werden. Tagelöhner minus 3. Ah, wir haben zu wenig Leute noch. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen was weniger irgendwo haben. Hier sind jetzt 5 dran, aber die Stühle sind mir schon wichtig. Hier gibt es nichts. Der Markt ist auch noch nicht besetzt. Komm, wir nehmen noch einen Fischer daraus. Wo ist der Fischer?